Bewegung, Sport und Spaß für jedes Alter. Am vergangenen Sonntag fand in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark der Landesentscheid des deutschen Mannschaftsschwimmen der Masters statt. Für uns als Ausrichter, den BSV Delfin, immer eine Besonderheit, weil in so einer Halle so eine Veranstaltung ausrichten können. Dort messen sich jährlich die Mannschaften, deren Schwimmer mindestens das 20. Lebensjahr erreicht haben und somit zu den Senioren der Sportart gehören. Und bei denen auch die Altersklassen bis Ü75 vertreten sind. Teamarbeit und Teamgedanke wurden beim Landesentscheid besonders groß geschrieben. Einfach der Punkt ist, wo man gemeinsam antritt und auch gemeinsam kämpft. Leidet eigentlich mit dem anderen mit, wenn er schwimmt, oder freut sich mit. Und das ist immer ein Mannschaftsgefühl. Jüngere und Ältere haben Chancen, auch mal in der Mannschaft ihr Können zu zeigen. Man geht ins Wasser, schwimmt nicht nur für sich selber, sondern versucht auch Punkte für die Mannschaft zu kriegen. Die Schwimmer fügten sich als Bausteine zu einem Team zusammen. Obwohl jeder Teilnehmer für sich ins Becken stieg, hatte er den Mannschaftssieg vor Augen. Aus den geschwommenen Zeiten kam eine Punktzahl zustande. Diese wurde dem Mannschaftskonto gutgeschrieben. Natürlich brachten die Schwimmer nicht nur das Becken ordentlich zum Kochen, sondern auch die Stimmung im Team war ausgezeichnet. Die Stimmung ist super, auch wenn wir jetzt ganz hinten dran schwimmen, aber das ist egal. Alle sind sehr gut geschwommen, freuen sich, viele Punkte gesammelt. Natürlich in den Endkampf zu kommen, ins Bundesfinale. Am meisten jubelte wieder einmal die erste Mannschaft der Schwimmgemeinschaft Neukölln mit hervorragenden 19.558 Punkten, deutlich vor dem Berliner TSC und dem BSC Robben. Tolles Gefühl, vor allen Dingen hier für die Mannschaft, und wir haben eigentlich auch wirklich ein tolles Team und unser Obmann Matze stellt uns auch wirklich immer gut auf. Schließlich ging es nicht nur um die Preise, sondern auch um die Qualifikation für den Bundesentscheid des 24. Deutschen Mannschaftswettbewerbes im Schwimmen der Masters. Die drei besten Teams des Wettkampftages hoffen jetzt auf die Teilnahme am Bundesfinale, welches im November in Osnabrück ausgetragen wird. Für alle Berliner Mannschaften war der Tag ein tolles Erlebnis, bei dem der Spaß im Team natürlich nicht fehlen durfte.